Hallo zusammen, ich habe euch heute eine sehr interessante Partie mitgebracht, ein Spiel, das sich vor Jahr und Tag zugetragen hat bei Hansa Hamburg, und das hatte so eine gewisse Qualität, dass es auch Eingang in die Skat-Rätsel-App gefunden hat. Skat-Rätsel Nummer 30, wie die Karte immer sitzt, nach einem Vorschlag von meinem Kumpel Christoph Bohr, der war nämlich mit am Tisch, herzlichen Dank dafür. Ja, was ist das Besondere an dieser Partie? Wir kennen ja alle diese Geschichten, ich habe ein Riesenspiel und dann saßen fünf dagegen und ich konnte nicht gewinnen. Oder ich habe eine Riesenkarte und dann wurde links gestochen, rechts gestochen, ehe ich dran war, hatte ich schon verloren. Alles tausendmal gehört und auch interessante Geschichten, aber hier ein wenig das Besondere. Ja, es ist wieder ein Riesenspiel. 6 Trumpf, Kreuz Ass 10 Lusche, 20 Augen wurden gedrückt, das ist ja klar. Und am Ende stellte man fest, Mensch, in den entscheidenden Farben, in Kreuz und in Trumpf, stand die Karte an sich richtig artig und trotzdem wurde das Spiel verloren. Was also ist da schiefgegangen? So ging das Spiel los. Es wurde eröffnet Pik Lusche, Pik Ass, hier musste bedient werden. 11 Augen für die Gegenspieler. Jetzt kam Pik König hinterher und der ist natürlich ein Stück weit unangenehm. Klar, wollen wir stechen, aber falls da der Überstich kommt, wollen wir natürlich nicht zu hoch stechen, wir wollen auch nicht zu klein stechen. Also Trumpf König, denke ich, hier eine plausible Karte. Und dann ist es tatsächlich soweit, Überstich mit Pik Bube, also nicht unbedingt eine für uns glückliche Eröffnung. 21 Augen für die Gegner. So, und dann im dritten Stich liegt da plötzlich Herz 8, Herz 7. Und wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt, dann kommt man wohl auch auf die Idee, dass das eine vergiftete Pille ist, dass es wahrscheinlich auch nur eine Verteilung gibt oder eine Möglichkeit gibt, warum Mittelhand hier nicht die Herz 8 übernimmt. Und dann sollte man sicher stechen und das Spiel mit Trumpf fortsetzen oder direkt Kreuz Ass 10 ziehen, wie auch immer. Das Spiel würde wohl leicht gewonnen. Aber manchmal ist es dann ja so, aus dem Effekt vielleicht auch oder ohne die Konsequenz komplett zu durchdenken, denkst du dir, auf 0 Augen, wenn jetzt Kreuz auch noch dumm sitzt, schmeiße ich hier mal die Kreuz-Lusche weg. So geschehen. Und dann war es auch schon passiert, dann liegt da im nächsten Stich Herz, König in dem Fall, und Abwurf Kreuz-Lusche. Und jetzt ist die Kacke natürlich richtig am Dampfen. Denn jetzt wird es plötzlich erkennbar schwierig. Und hier deswegen mal die Frage in die Runde, was ist jetzt eigentlich die einzig noch relevante unbekannte Karte und was hat die dann für einen Einfluss auf den Verlauf, wie wir hier das Spiel fortsetzen sollten? Ja, das ist jetzt mal eine etwas andere Fragestellung, ne? Und die muss ich hier so stellen, weil es im Prinzip jetzt hier noch keinen eindeutigen Siegweg gibt. Wir wissen schon sehr viel und die Karte, die jetzt hier den Ausschlag gibt, wie das Spiel zu gewinnen ist, das ist tatsächlich die Karo Dame. Ja, am Ende sind es nicht die Buben, die Asse, die Zehner, sondern die Bilder oder die Luschen, das können dann die Zünglein an der Waage sein. Was also ist hier das Besondere an der Karo Dame? Da muss ich jetzt natürlich mal ein bisschen ausholen, denn es ist ja jetzt hier schon einiges bekannt. Es ist schon klar, der Spieler in Vorhand hat fünfmal Herz und ein Pik. Das ist bewiesen. Und dann hat er mit Pik Bube übergestochen, also er wird nicht das Trumpf Ass haben und er wird auch nicht den Kreuzbuben haben, denn sonst hätte er mit den 5 Herz und den beiden Alten in Vorhand natürlich gereizt. Also ist klar, Kreuzbube und Trumpf Ass sitzt beim Spieler in Mittelhand, der übrigens ja auch noch 4 Pik dabei hat. So, mithin bleiben hier überhaupt nur noch 3 unbekannte Karten. Und wenn der Spieler hier jetzt tatsächlich nur diesen einen Trumpf hatte und jetzt noch 3 Kreuz hatte, also Mittelhand hier gerade seinen letzten Kreuz abgeworfen hat, dann können wir das Spiel ja ohnehin nicht gewinnen. Das heißt, das ist eine Verteilung, die zwar möglich ist, aber die wir hier in unsere Überlegung gar nicht mehr mit einbeziehen müssen. Dann hat der Spieler jetzt noch alle Trümpfe und kein Kreuz mehr. Aber die etwas plausiblere Verteilung, um die wir uns jetzt eben kümmern müssen, ist folgende, dass der Spieler hier noch einen weiteren Trumpf hat. Es ist eben nicht Kreuz Bube und nicht Trumpf Ass, also kann es nur noch sein Trumpf 8 oder Trumpf Dame. Und wenn es eben die Karo Dame ist, dann ergibt sich daraus ein etwas verwegenerer Spielverlauf, als wenn es die Trumpf Lusche ist. Also erstmal müssen wir jetzt hier sicher stechen. Und wer hier mit der Lusche sticht, der macht hier auch schon einen Fehler, beziehungsweise da gibt es dann schon wieder eine Verteilung, wo das nicht mehr funktioniert. Also idealerweise stechen wir jetzt hier mit der Karo 10. Und wenn wir jetzt ein bisschen arglos sind und diese ganzen Konsequenzen und daraus resultierenden Verteilungen oder Siegwege
Möglichkeiten nicht durchdenken und jetzt einfach hier Trumpf weiterspielen, so passiert es übrigens im Original, dann kann es eben sehr schnell verloren gehen, und zwar Bube raus, so passiert es im Original. Hier saß jetzt tatsächlich die Karo Dame, das ist die etwas giftigere Verteilung, weil die jetzt eben über diesen Trumpfzug in die Niederlage führt. Herz Bube, Karo Dame, der Spieler hier nimmt einfach mit Kreuz Bube raus auf 28 Augen, spielt jetzt Pik hinterher, hier musste wieder gestochen werden, und hinten entscheidend fliegt jetzt eben auch noch eine Kreuzlusche weg. Ja, dann wurde einfach konnte noch einmal ein Trumpf gezogen werden, aber es bleibt eben hier das Trumpf Ass stehen, deswegen muss dann über die Dörfer gegangen werden. Kreuz Ass läuft, bedient, bedient, und Kreuz 10 wird dann mit Herz Ass und Trumpf Ass gestochen, genau auf 60 Augen. Das ist also das Problem, wenn hier eben die Trumpf Dame sitzt und wir einfach mit dem Buben fortsetzen. Aber wenn das eben so ist, dann ergibt sich plötzlich ein relativ schwer zu überschauender alternativer Siegweg, der war hier im Rätselsinne einzuschlagen, und zwar erstmal der Weg über die Dörfer. Ob jetzt hier Kreuz König, Dame fällt oder ob die Bilder dastehen, also genau wie die Kreuz verteilt waren, das war natürlich auch noch nicht bekannt, aber das ist in dem Sinne hier nicht relevant. Auf jeden Fall fällt jetzt hier Lusche und Bild, wenn wir überhaupt noch gewinnen können, und jetzt wird eben Kreuz 10 angeboten, Kreuz 10, Kreuz Dame, und der Spieler hier sticht mit dem Trumpf Ass auf 45 Augen. Vorhersehbar kommt jetzt natürlich wieder Pik an Deck, und jetzt haben wir wieder im Prinzip die Fragestellung, sitzt jetzt hier die Trumpf 8 oder sitzt jetzt hier die Trumpf Dame? Gegen beide Verteilungen können wir gewinnen, aber nur, wenn wir eben richtig raten. Also in dem Moment hier schon ein kleines Ratespiel, das müssen wir korrekt spekulieren. Ja, tatsächlich war die Verteilung eben so ein wenig giftiger. Hier saß die Trumpf Dame, und wenn wir das wissen, dann ergibt sich eben folgender Siegweg. Wir können hier mit dem Buben stechen. Wir müssen sogar mit dem Buben stechen, damit der Spieler hinten da nicht über kann. Und der braucht jetzt auch nicht unterstechen. Wenn er jetzt mit der Dame untersticht, dann fehlt ja hier nur noch Kreuz Bube und Trumpf 8, dann bieten wir einfach die 9 an, und bei 45 Liegen gibt es nur noch einen 13-Augen-Stich. Also der Spieler darf in dem Fall gar nicht unterstechen, oder es lohnt sich nicht für ihn, sondern er wirft idealerweise Herz ab, und jetzt müssen wir eben hier auf den Trichter kommen, tatsächlich dann nochmal einen Buben vorzuspielen, um hier die Dame rauszuholen, und damit bleibt diesem Spieler nur die Möglichkeit, hier nochmal unterzubleiben, beziehungsweise sonst bekommt er ja nicht mal das Herz Ass. Also er wird tauchen, und damit bleibt es bei den 45 Augen, und auf die Lusche wird jetzt hier letztlich das Ass gewimmelt auf 58, sodass wir hier noch den letzten Stich bekommen mit der Herz-Dame, und das Spiel tatsächlich gegen diese doof angelaufene Eröffnung noch mit 62 ins Ziel gerettet haben. Ja, weit hergeholt, das alles zu überdenken. Wie gesagt, auch nicht ganz eindeutig. Am Tisch gibt es die Möglichkeit, das Spiel so rum zu gewinnen oder so rum. Da muss man sich dann festlegen. Aber hier fürs Rätsel habe ich es natürlich streng angemischt. Und ich weiß ja auch, ihr habt das gerne, wenn ich am Ende nochmal die komplette Verteilung zeige. Ich lege das hier also nochmal einmal hin, dann können wir da nochmal im Schnelldurchgang durchgehen. So, hier jetzt also nochmal mit komplett offenen Karten. 20 Augen wurden gedrückt. Der Spieler in Vorhand hat ein paar Herzen dabei, aber auch nicht unbedingt eine Reizung, hat natürlich mit nur zwei Trumpf auf den langen Weg blank aufgeschlagen. Mittelhand ist mit dem Ass rauf marschiert. Hier wurde bedient, 11 Augen. Der Mann mit den drei Trumpf hat natürlich Pik König nachgespielt. Pik 10 war aber gedrückt, deswegen gestochen und hier übergestochen. 21. Ja, und jetzt kam hier die Herz-Lusche. Herz-Lusche, Herz-Lusche, die kleine Giftpille, und jetzt locker in die Falle reingetappt. Schnupp, Abwurf, Kreuz 7, und dann kam hier nach, wahrscheinlich der König, ob jetzt Lusche, Dame, König, ganz egal, und der Spieler hier mit den drei Trumpf hat abgeworfen, Kreuz-Lusche. Im Originalverlauf fiel jetzt Trumpf 10, und dann eben Herz Bube,
Karo Dame einfach trocken rausgenommen auf 28 Augen. Pik hinterher, Pik Lusche gestochen, Abwurf Kreuz Lusche und dann musste eben Kreuz 10 angeboten werden, Kreuz 10 Herz Ass Trumpf Ass 60. Wenn wir das aber eben vorhersehen, dann ist die Fragestellung die einzig noch nicht bekannte Information, die noch von Relevanz ist, ist nicht genau, wie hier die Kreuz Luschen oder Bilder stehen, sondern wo die Karo Dame sitzt. Wenn wir wissen, hier ist die Karo Dame, dann ergibt sich folgender Siegweg, obwohl das Kind ja schon fast in den Brunnen gefallen ist. Hier gestochen, Kreuz Ass gezogen, Kreuz 10, Dame, könnte hier auch der König sein, dann wird das Spiel eben nur mit 61 gewonnen, wenn es jetzt hier der König wäre. Käme dieser Stich schon auf 46, Pik hinterher, und eben das ist so das Lustige, selbst in dieser Rätselsituation mit bekannten Informationen, also zumindest wenn man das ein paar Mal versucht, dann weiß man ja, wie die Karte steht, gar nicht so leicht zu sehen. Hier erst der hohe Vorstich, ja, dann darf eben hier auch nicht abgeworfen werden. Und es war auch wichtig, eben mit der Trumpf 10 zu stechen am Anfang, nicht mit der Lusche, denn wenn wir jetzt hier noch die Trumpf 10 haben, aber eine Lusche weniger, dann können wir zwar hier mit der Trumpf 10 stechen, aber dann kann Hinterhand unterstechen und wir stehen jetzt am Ende mit zwei Buben und der Lusche gegen diese Gabel und verlieren dann eben, weil wir das, den Buben doch verlieren, mit 60. So also läuft es auf diesem Weg und jetzt hier die letzte Hürde, dass wir eben nicht jetzt eine Trumpf-Lusche spielen und dann das Spiel verlieren, weil wir noch zwei Stiche abgeben, sondern dass wir jetzt mit dem weiteren roten Buben hier unseren Trumpfstich sichern, denn wenn der Spieler hier eben rausnimmt, dann macht die Karo 9 den Stich, dann ist die Karo 9 plötzlich die Stärke, deswegen bleibt dem Spieler hier nichts übrig, als zu tauchen. Und es gibt nur noch diesen einen Stich auf 58 Augen. Ja, da haben wir es also, wie die Karte immer sitzt. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Rätsel, hoffe, ihr habt auch Spaß an der Kenntnis, dass das eine echte gelaufene Partie ist und dass sie eben leider verloren wurde. Und dann hieß es, Mensch, wie war das nur möglich? Trumpf 3-2 und Kreuz 2-2 mit 20 Augen im Keller, was ist da nur passiert? Genau das ist passiert. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns bald mit weiteren Skat-Analysen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer Good Blood.